Salut zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Transport Fever 2 Schönbau. Heute haben wir wieder mal mehrere Bauabschnitte, die wir werden anschauen werden. Angefangen bei unserem Kreisel, wo ein kleiner Park mit einem Monument wird entstehen. Zuerst musste ich aber noch schnell die Strassenverbindung zum kleinen Bahnhof herstellen und das Ganze unterirdisch mit einem Tunnel verbinden. Das war nicht ganz so einfach, weil es ziemlich enge Kurve geben musste, aber es hat dann doch einigermaßen gut funktioniert. Rund um den Eingang habe ich noch einen Zaun gesetzt und um den Zaun herum noch ein Gebüsch bzw. ungeschnittene Hecke und habe mich dann darum da die Bodentextur zu ändern. Die wird sich dann später noch ändern, aber hat schon mal gut ausgesehen für einen Anfang. Ich habe mir dann überlegt, was man dort draufsetzen könnte. Ich habe es zuerst mit ein paar Häusern probiert, das hat mir aber alles nicht so gefallen. Die Feuerwehrmagazine waren auch zu gross. Und die Fernsehtürme waren mir dann ein bisschen zu nahe am Zentrum und dann doch ein bisschen zu gross. Am Schluss habe ich mich dann für ein Monument entschieden. Und zwar für die Freiheitssäule Gals. Das Ganze habe ich dort platziert und eben dann die Bodentextur noch angepasst auf Käse. Und habe nebenan ein Eingangsgebäude gesetzt, wo die Leute näher können, die Freiheitssäule betreten und oben auf den Ring rauf Gals bewundern. Vor dem Ganzen habe ich eine Schlange gesetzt, bzw. einen Bereich, wo die ganzen Schaulustigen können anstehen können, bevor sie näher Zutritt bekommen in die Freiheitssäule. Das Ganze habe ich so ein bisschen, ja, ähnlich wie bei einer Achterbahn gemacht, hat einfach eine typische Anstandsschlange. Und drinnen ein wenig zur Dekoration noch geschnittene Hecke gesetzt, damit wir auch dort noch ein wenig grün haben. Innen drin noch Baum, auch für dasselbe. Und die Bodentextur hat leider nicht auf Gras geändert werden. Dann habe ich noch eine kleine Schlange gesetzt, sonst wäre die ganze Zaun Geschichte unnötig, wenn er keine Leute anstehen. Ich habe das Ganze dann noch ein bisschen ausgeschmückt mit vorhanden gesetzten Menschen, nebst den Reihen, die man sowieso setzen kann. Und habe dann abschließend um das Ganze noch eine geschnittene Hecke gezogen, auch wieder für ein bisschen Grün in die Stadt zu bringen. Das ist ja doch recht viel grau. Dort habe ich noch einen Eingang gesetzt und den Hintereingang beim Gebäude habe ich noch zugetan. Und habe mich dann darum da, wie ich das mit der Bushaltestelle lösen will. Die habe ich fang mal hier gesetzt und die Säule habe ich noch umbenannt in Freiheitssäule Gals. Habe dann hier gesehen, dass die Textur noch nicht ganz richtig ist und habe das dann nochmal neu gemacht. Es war dann so komisch verbunden gewesen, das heisst, ich durfte es nochmal neu machen, aber es hat dann funktioniert. Und dann hat mir dort die Bushaltestelle dort, wo sie war, gleich nicht gefallen und ich habe sie auf die andere Seite gesetzt. Dort hat es mir dann schon einiges besser gefallen. Und dann habe ich noch ein paar Besuchermagneten hergesetzt, einfach damit dort die Station auch rege besucht würde sein. Ich bin dann in den nächsten Bauabschnitt übergesprungen, und zwar das Bahnhofsvorfeld mit der Bushaltestelle und der Tramhaltestelle. Zuerst habe ich in der Bushaltebuchte noch die Bushaltehäuschen gesetzt und habe mich dann um so eine Wendeschleife bzw. eine Haltestation für Bus und Tram angefangen. Drum tun. Hinten dran noch ein kleiner Trambahnhof. Der hat sich dann einigermaßen gut in das Ganze eingefügt, hat ein bisschen Anlauf gebraucht, aber am Schluss war es dann gut gewesen. Und ich musste dann im Nachhinein noch konfigurieren, dass auf dieser Bushalteinsel selbstverständlich auch noch Tramschienen sind. Sonst hat das Ganze ja nicht viel gebracht. Das Abbiegen auf die Strasse hat leider nicht ganz so ausgesehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dort habe ich umprobiert und das hat dann nicht so funktioniert und darum habe ich mich dann entschieden für eine Wendeschleife. Das Ganze habe ich dann einfach gelöst mit einem Kreisel, wo ich dann den Strassentyp auf E-Bahn geändert habe und mit einem Tramgleis versehen. Das hat mir dann einigermaßen gut gefallen und darum habe ich mich um einen Eingang gekümmert zu dem Ganzen. Dort war das Ganze schon ein einfacher gewesen. Und es hat mir dann auch etwas schneller gefallen. Der Ausgang und die Strasse natürlich auch noch mit Tramgleis versehen.
die Ampeln entfernt, da dort eh nur Tram und Bus reinfahren, von dem her spielt das keine Rolle. Und das Ganze noch ein mit Beton bepinselt. Auch dort selbstverständlich noch ein paar Gebüsch und Hecken gezogen. Das Ganze immer schön mit Abstand, damit die Leute auch wirklich durchlaufen. Aber es dünkt mir immer, mit dem kann man sehr viele Lücken füllen. So, als nächstes habe ich mich dann um die Häuserreihen gekümmert. Dort habe ich mich für so Fertigsets von Häusern aus Amsterdam entschieden. Das Ganze hat mir auch einigermaßen gut gefallen. Als ich aber dann die Bodentextur umgeändert habe in Beton, ist mir dann etwas aufgefallen, hinter den Häusern. Und zwar habe ich nie vergessen, leichte Boden zu versetzen, damit hinter die Gärten nicht zum Vorschein kommen. Darum habe ich alles nochmal neu gemacht und dann hat es dann auch schon viel besser ausgesehen. Immer wieder ein bisschen Abstand zwischen den Häusern gelassen, damit dort quasi so kleine Gassen entstehen. Und am Schluss noch ein Gebäude mit einem abschließenden Haus um die Seite herum platziert. Genau das gleiche auf der anderen Seite auch mit einem Eckhaus, das sich einigermaßen gut eingefügt hat in die Landschaft und in die Häuser, wo ich sich ein bisschen reinversetzen musste, aber es hat dann am Schluss einigermaßen gut ausgesehen. Dann habe ich die hintere Häuserreihe auch noch fertiggestellt, wo dann auch noch eine kleine Strasse wird durchführen. Dort alles schön zupflastert und hier dann noch kleine Ecken reinbringen. Und am Schluss natürlich noch ein abschließendes Haus für beide Seiten zu verbinden. So. Durch das Ganze habe ich dann, wie gesagt, hinten nachher eine Strasse gezogen, damit auch dort Busse durchfahren können, selbstverständlich. Das Ganze habe ich mit einer kleinen Einbahnstrasse gelöst. Und er das irgendwie versucht, mit der grossen Strasse zu verbinden. Das hat dann auch einigermaßen gut funktioniert und die Ampeln natürlich dann noch fortgenommen. Die Strasse habe ich dann bis hinten gezogen und die Texturen noch schön bis rausgezogen. Und dann habe ich mich darum da ein paar Details vor die Häuser zu setzen, zum Beispiel eine Reihe mit Abfallkübeln und vereinzelte Foodtrucks bzw. so Food-Anhänger. Am Schluss habe ich dann noch Strassenlampen am Rand der Straße gesetzt, einfach damit es nicht ganz so leer aussieht. Und habe dann angefangen, die andere Häuserreihe zu vollenden. Das Ganze habe ich mit den gleichen Häusern gemacht, immer ungefähr, nur dass ich sie halt mal ein bisschen so und mal ein bisschen so gedreht habe. Dann habe ich mich noch dazu entschieden, ein kleines Fachwerkhaus dort einzupflegen. Das ist leider ein bisschen kleiner als die anderen, aber es hat mich gedacht, sieht gleich noch schön aus und darum habe ich es dann dort lassen. Dann habe ich wieder mit den anderen Häusern ein bisschen weitergemacht, habe dann ein abschließendes Haus gesetzt um eine Ecke genommen und ein kleines Café. Auf der anderen Seite habe ich noch ein kleines Doppelhaus gemacht und bin dann wieder zum nächsten Bauabschnitt. Dort habe ich mich um die Bus- und Tram-Depot gekümmert. Das Ganze wollte ich etwas kompakt halten und habe es dann versucht, einigermaßen schön zu gestalten. Ich habe dann viel mit Beton ausgekleistert, damit es einigermaßen nach einem Depot aussieht. Kleine Korrekturen gemacht mit Gras drumherum und habe dann noch die Straße bis rausgezogen. Rundherum habe ich dann noch Stacheldrahtzaun gesetzt, da sich ja niemand unbefugt zu Zutritt zu verschaffen. Das Ganze auf beiden Seiten selbstverständlich. Und hinter die Strasse auch noch gerade abgeschnitten. Und habe vorne den Eingang mit einer Schranke geschlossen. Die Schranke ist offen, damit die Busse auch durchfahren können. Aber einfach, damit es auch dann aussieht. Der Platz hinten ist natürlich nicht für nichts. Dort stehen die ganzen Busse, die im Moment nicht in Gebrauch sind. Das habe ich mit dem Asset-Paket gelöst. Dort sind kleine Sprinterbusse und noch ein paar Anhänger von grösseren Bussen und nebendran noch ein paar Postautos. Vorne sind noch ein paar alte Busse hergekommen und dann noch ein Bus mit Anhänger. Dazwischen noch ein paar Mercedes-Sprinter von der Post und dann noch ein paar Taxis. Bei uns zumindest ist es so, dass auch das Busunternehmen Taxifahrten anbietet und darum hat sich das bei mir da gerade angeboten. Ich habe mich dann noch dazu entschieden, einen kleinen Trolleybus herzupflanzen und vordran noch einen Schwertransporter, wo es Tram liefert, beziehungsweise so ein altes Tram vielleicht sogar abholt. Selbstverständlich hat er auch noch Begleitfahrzeuge, wäre ja gefährlich, wenn nicht, hinter eins und vorne eins. Der ganze
Park dort ist natürlich nur für Tram und Bus erlaubt. Wie vorher gesagt, darum ja auch keine Ampeln. Und darum habe ich dort noch ein Fahrverbot hergesetzt. So, ihr seht, wir sind der Zeit ein wenig vorgesprungen. Es hat da schon eine Buslinie dadurch und hinger habe ich noch ein Fahrverbot für normale PKWs gesetzt, weil dort dürfen ja noch ein Bus durch. Man kommt ja dann dort auch zu dem Busbahnhof. So, das wäre es abschliessend gewesen mit der dritten Folge von Transport Fever 2 Schönbau. Wir gehen jetzt über in die bewegten Bilder. Merci fürs Zuschauen und viel Spass.